Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zu einem neuen Unboxing. Ihr seht es schon, der Brand News Unboxing. Unser liegt auch schon hier, denn, wie es viele wissen, ich habe mir die Snackbox bestellt und ich habe mir gedacht, die packen wir natürlich wieder miteinander aus. Die wollte ich unbedingt haben, weil ich Schokolade liebe. Und ich hoffe, da ist einiges an Schokolade drin, aber das sehen wir dann gleich. Ich habe schon gesagt, ich hoffe, dass da keine Wiederholungen drin sind aus, ich glaube, der normalen Monatsbox oder aus der Gamerbox. Aber das werden wir sehen. Wir gehen unvoreingenommen in das Ganze rein und gucken mal. So sieht das Ganze aus. Hier stehen auf jeden Fall schon mal Sachen drauf wie Akau, Erdinger, Mondelez, Red Band kennen wir, Needle, Bitburger, oh, Dreh und Trink. Ach so, M&M's, Lorenz, Sportnes, Stork. Ja, es hört sich jetzt eher nicht so schokoladig an, aber das werden wir gleich sehen. Wir legen die Box hier hin und öffnen sie. Bevor wir mit dem Unboxing beginnen, schaut auf jeden Fall oben in der Infobox vorbei. Da sind alle aktuellen Gewinnspiele verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr da einfach dann natürlich nach diesem Video vorbeischaut und mitmacht. Sesam, öffne dich und mir guckt gleich schon Tolles entgegen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Deswegen mal gucken. Ah, hier ist die Gamerbox auf jeden Fall noch abgebildet für 16,99 € über 28 Euro nach Warenwert. Geil, die erste Brand News Gamerbox ist da. Die einmalige Chance auf Snacks aus Asien, Europa und Amerika. Hol dir Lieblinge von Aviv HD HD zum Zocken. Und bist du Team Süß oder Team Salzig? Also die war tatsächlich nicht schlecht. Die fand ich sehr, sehr gut. Also falls ihr die kaufen wollt, kann ich euch empfehlen. Und dann kommen wir zu dieser Box. Sweet Dreams are made of Snacks. Hallo Nusis. Jetzt wird's knusprig. Probiere dich durch die Überraschungen unserer Brand New Snackbox. Ob Alltagsmoment, Serienmarathon, Spielabend oder als Goodie für unterwegs. Mit unseren Snacks kannst du dir jeden Augenblick versüßen. Genieße die Leckerbissen und mit deinen Freunden oder als Nascherei, ganz für dich allein. Wir sind schon gespannt, welcher Snack dir am besten schmeckt. Im Newsletter halten wir dich auch weiterhin mit guten Nachrichten und leckeren Überraschungen auf den Affen. Viel Spaß beim Entdecken und Probieren wünscht dieser Typ da. Der hier unten. So, und dann würde ich sagen, holen wir ein Produkt nach dem anderen raus, aber ich nehme sie tatsächlich auch von oben runter. Sie liegen nämlich schon so schön da. Und das erste ist tatsächlich auch schon oben auf. Und ist auf jeden Fall meins. Und zwar M&M's Salted Caramel. Hört sich das toll an. Ich wusste nicht, dass es die gibt. Seit wann gibt es die? Seit wann? Heute Schale, weicher Kern. Mein M&M's Lieblingskombi, eindeutig Salted Caramel. Anja, das sagt die Anja, Junior Social Media und Content Managerin. M&M's Salted Caramel, die kosten 3,99 € für 176 Gramm. Das sind sogar mehr. 220 Gramm. Ja, 220 Gramm. Hier steht 176. M&M's bietet bunten Spaß für alle. Beispielsweise mit den süß-salzigen M&M's Salted Caramel. Perfekt für alle, die Kombination von Schokolade, Karamell und einen Hauch Salz einfach nicht widerstehen können. Diese knackigen Schokolinsen sind ein absoluter Genuss. Spaß beim Naschen garantiert. Ich mag die Kombination von Schokolade, Karamell und Salz. Wisst ihr ja. Voll meins. Dann das nächste liegt ja auch schon drauf. Keine Ahnung, wie das schmecken soll. Und zwar Lorenz Limited Edition Crunch Chips Falafel Style. Chips im Falafel Style kann ich mir jetzt nicht so vorstellen, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Da wird halt wahrscheinlich dasselbe Gewürz dran sein, das in den Falafeln drin ist. Crunch Chips Limited Edition Falafel Style. Kosten 130 Gramm. Sind 130 Gramm. 1,99 € wurde im März 2023 gelauncht. Lass dich von Crunch Chips mit der neuesten Limited Edition auf Streetfood-Märkten entführen. Als völlig neues Snack-Erlebnis in den Kartoffelchips-Welt überraschen Crunch Chips mit Falafel-Flavor aus der Chips-Tüte. Knusprig frittierte Kartoffelchips verfeinert mit orientalischen Kräutern und Gewürzen. Kann ich mir jetzt tatsächlich nicht vorstellen. Also ich mag Falafeln total gerne, deswegen bin ich auf jeden Fall gespannt, aber vorstellen kann ich mir es auf jeden Fall nicht. Na, das nächste liegt auch hier auf, nehmen wir auch gleich raus. Und zwar eine Mousse au Choco Blanc. Also blank weiß, mit weißer Raspelschokolade. Ist für 4 Portionen auf jeden Fall. Kostet 1,99 €, 72 Gramm. Das sind wahrscheinlich auch 72 Gramm. Ja, Mousse au Chocolat Blanc. Blanc, keine Ahnung. Die Dr. Oetker Mousse au Chocolat zergeht auf die Zunge und überzeugt mit dem vollmundigen süßen Geschmack von weißer Schokolade kombiniert mit knackig zarten weißen Schokoladenstückchen. Dieses edle Dessert zaubert ganz einfach einen himmlischen Genussmoment für dich, deine Freunde und deine Familie. Mehr steht tatsächlich auch nicht auf dem Dr. Oetker. Was braucht man noch dazu? Man braucht nochmal... Achso, nein, das ist das Rezept. Ich will die normale haben. Nix oder was? Doch,
250 ml Milch und damit kann man die machen. Oder ist noch ein Rezept drauf und zwar weiße Schokoladenmousse mit Mandeln und Früchten. Die sieht auch mega lecker aus. Vielleicht mache ich die. Mal gucken. Ja, hört sich mega lecker an. Kannte ich tatsächlich noch nicht. Und dann haben wir hier, muss ich ganz aufklappen, glaube ich. Da steht auch nichts mehr drauf, was ihr abgucken könnt. Ja, doch hier, glaube ich, wenn das noch drin ist. Ja, die sehe ich aber auch gleich hier. Dann nehme ich die erstmal raus. Und zwar haben wir von Pop was drin. Hatten wir jetzt auch irgendwo drin. Wo hatten wir das drin? War das nicht auch in irgendeiner Brandnussbox? Aber das waren auf jeden Fall nicht diese Sorte, deswegen finde ich es nicht schlimm. Tuck, Bake Rolls, Tomate und Olive-Geschmack. Genau, ich glaube, wir hatten Pizzageschmack oder irgendwie sowas drin. Tuck, Bake Rolls, Tomate und Olive. Knuspriger Knabberspaß mit dem Tuck Bake Rolls. Perfekt zum Snacken, Teilen und Dippen. Die doppelte im Ofen gebackenen Brotchips eignen sich super als Partysnack gemeinsam vor dem TV oder für unterwegs. Das Tomate-Olivengewürz verleiht den Rolls den mediterranen Geschmack und sorgt für Mittelmeer-Feeling. Genau, und 150 Gramm kosten da 1,99 € und wurde im Januar 2023 gelauncht. Ja, finde ich jetzt nicht schlecht. Kann man auf jeden Fall brauchen für unterwegs. Mal schnell zum Snacken finde ich das nicht schlecht, wenn man jetzt eine lange Strecke vor sich hat und so wahnsinnig Hunger hat. Ja, nichts offen hat oder nichts Gescheites findet oder nur Raststätten, wo das Essen jetzt auch nicht so wahnsinnig gut ist. Und wenn es gut ist, dann ist es teuer. Deswegen kann man immer brauchen. Kann man auf jeden Fall immer brauchen. So, dann kann ich es jetzt öffnen. Haben wir einmal meine Favoriten hier, das kann ich euch gleich sagen. Die habe ich bei einer Nachbarin probiert und die ist so lecker. Ich sag's euch. Und zwar haben wir da einmal die Werther's Original Caramel Bites Blissful, knusprig, luftiger Kern mit Malz und einem Hauch Salz umhüllt und sanft cremigen Werther's Caramel. Das ist so lecker, ich kann es euch empfehlen. Von Stork ist es. Genau, und steht hier noch mehr. Werther's Original Caramel Bites, crunchy, knusprig, luftiger Kern mit Malz umhüllt und sanft cremigen Werther's Caramel. So versüßen die Werther's Original Caramel Bites in der Sorte Crunchy jeden Snackmoment. Ob bei der Arbeit, bei einem Film- oder Spieleabend oder unterwegs. Kosten 2,19 € 140 Gramm. Es ist natürlich teuer für 140 Gramm, muss man auf jeden Fall sagen. Aber die sind so gut. Die musst du unbedingt probieren, die sind so lecker. Und genau das gilt für die nächsten auch. Denn wir haben die andere Sorte auch noch bekommen. Danke, liebes Brandnuss-Team. Das ist auf jeden Fall Hammer. Und zwar Werther's Original Caramel Bites. Knackiger Schokokeks umhüllt von sanft cremigen Werther's Caramel. Also wirklich, die machen süchtig. Macht sie nur auf, wenn ihr wirklich die ganze Packung essen wollt. Werther's Original Caramel Bites Cookie. Knackiger Schokokeks umhüllt mit sanft cremigen Werther's Caramel. So versüßen die Werther's Original. Okay, da steht jetzt dasselbe, nur halt der Name ausgetauscht. Kosten auch 2,19 € 140 Gramm und wurde auch im Februar 2023 gelauncht. Wirklich, kann ich euch empfehlen. Kann ich euch mega empfehlen und da freue ich mich sehr darüber. Dann haben wir etwas und zwar von dieser Marke Asao von Natur aus Wachquitte Zitrone mit Guarana. Weiß nicht. Das sieht für mich wieder so ein bisschen nach Energy Drink aus. Es ist auf jeden Fall kalorienarm, das finde ich nicht schlecht. Da kann ich es vielleicht doch trinken. Das sind 250 ml, denke ich mal. Ja, 0,25 Liter. Kalt genießen, Asao Quitte Zitrone, der belebende Bio-Vorreiter. Angetreten, um der künstlich versüßten Getränkeindustrie die Stirn zu bieten. Mild und herbfruchtig und leicht Quitte. Leicht Quitte und Zitrone. Ein Hauch Hallo Wach. Durch natürliches Koffein aus Guarana. Und das alles 100% bio und vegan mit Asao Quitte Zitrone von Natur aus Wach. 1,69 € kostet der für 250 ml. Zitrone wird mir auf jeden Fall schmecken. Quitte, keine Ahnung. Kann ich euch nicht sagen. Ich werde es testen. Wenn mir es nicht schmeckt, werde ich es hoffentlich meinem Mann andrehen können. Mal gucken. Ja, hätte ich mir jetzt nicht reingewünscht, muss ich jetzt ehrlich zugeben, aber es hört sich nicht schlecht an. Dann, das ist auf jeden Fall was, was ich nicht so mag, aber ich denke, das wird mein Mann auf jeden Fall trinken oder spätestens, wenn mein Neffe wieder da ist, und zwar Dreh- und Trinkapfel. Früher mochte ich das sehr gerne, aber das ist mir eindeutig zu süß mittlerweile, also das kann ich nicht mehr trinken, könnt ihr vergessen. Dreh- und Trinkapfel. Bunt, praktisch und immer gut drauf. Dreh- und Trinkapfel ist die ideale Erfrischung für zu Hause und unterwegs, denn die Verpackung macht jeden Spaß mit. Unzerbrechlich, voll recycelfähig und spielend leicht zu öffnen. Hat man den Dreh erstmal raus, steht dem fruchtigen Genuss nichts mehr im Weg. 0,89 €, also 89 Cent kosten diese 200 ml.
finde ich in Ordnung. Ob ich da jetzt Capri Sonne kaufe oder das ist, glaube ich, auch schon wurscht. Und es sind beides viel Zucker drin. Also, glaube ich, ist es sowieso egal. Und dann haben wir hier, ja, das ist was, was jetzt nicht so meins ist, muss ich jetzt ehrlich dazu sagen. Needle Black Forest Gin, 10% Volume Gin Tonic. Ist nicht so meins, ist nicht mein Cocktail. Nö. Needle Black Forest Gin, Gin und Tonic, all you need is Needle Gin. Durch ausgewählte Botanicals wie Schwarzwälder Fichtennadeln, okay, Ingwer, Zitrusfrüchte und Piment sorgt der Needle Gin Tonic für eine fruchtig-würzige Note. Dieser Drink eignet sich als köstlicher Begleiter für ganz besondere Momente. Entdecke mehr dazu auf www.needlegin.de, kostet 2,49 € für 0,33 Liter und wurde im Oktober 2021 gelauncht. Kann ich mir jetzt nicht so vorstellen, dass ich da irgendwie Fichtennadel-Geschmack drin habe. Falls ihr draußen den Rasenmäher hört, mein Neffe mäht Rasen, deswegen ist es hier ein bisschen lauter, aber ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Nein, nicht so meins, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Mal gucken, ob das wegkommt. Wahrscheinlich werde ich es irgendwie weitergeben müssen in der Familie, weil ihr wisst es ja, Alkohol verlose ich nicht. Und dann haben wir etwas Leckeres, was wir auf jeden Fall brauchen können. Und die kann ich euch auch mega empfehlen. Die sind mega lecker, das steht hier, genau. Irgendwas hat jetzt gekracht. Genau, einmal von Sportness Protein 34% Riegel mit Peanut Karamell Geschmack, so ein bisschen Snickers in gesünder. Sportness 34% Proteinriegel Peanut Karamell Geschmack. Der Zuckerarme 34% Proteinriegel Peanut Karamell Geschmack. Der DM-Marke Sportness überzeugt mit hohem Proteingehalt und einem sehr leckeren Geschmack. Proteinreicher Kern überzogen von leckerer Creme mit Karamellgeschmack. Bestreut mit knackigen Erdnussstückchen, umhüllt von Maltit. Vollmilchschokolade. Die perfekte Mischung aus Funktionalität und Genuss. Kostet 95 Cent. Finde ich völlig in Ordnung. Die Riegel, die kosten nicht viel, würde ich auch ausgeben für 40 Gramm und wurde im Januar 2021 gelauncht. Kenne ich, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Finde ich auch mega, so in der Snackbox drin, so ein kleiner gesunder Snack. Und dann etwas, was ich vielleicht gar nicht so schlecht finde, wenn die nicht so weich sind. Also wenn das wieder wie so Weingummis ist, dann ist es nicht meins. Wenn die jetzt so wie die Pommes von Haribo sind, ist es eher meins. Und zwar von Red Band Gummistäbchen. Super sauer. Original holländische Qualität. Ich würde nämlich von Red Band auch gerne mal was probieren. Die hören sich tatsächlich lecker und ich werde sie probieren, wenn ich sie meinem Papa bekomme. Red Band Gummistäbchen, super sauer. Super sauer und heiß geliebt. Ein prickelndes Geschmackserlebnis aus Apfel, Zitrone, Cassis, Orange und Erdbeere. Fans super saure Süßigkeiten schätzen Red Band Gummistäbchen für ihre Mischung aus süßem Fruchtgummi und super saurem Zuckermantel. Mit Spaßfaktor. Packung aufreißen und schon kann es losgehen. Kostet 1,49 € für 200 Gramm. Finde ich jetzt in Ordnung, würde ich auch rausgeben. Wie gesagt, ich hoffe, dass sie wie die Pommes sind von Haribo, dann werde ich es mögen. Wenn sie so weich sind, dann eher nicht. Dann werden sie weiter wandern. Was auf jeden Fall weiter wandern wird, das wird nämlich mein Papa bekommen. Und zwar haben wir hier auch einmal drin von Frisia Weingummis. Die feine englische Fruchtgummiart. Ich mag die Konsistenz einfach überhaupt nicht. Das ist so ein bisschen wie diese Schlümpfe oder diese Erdbeeren. Krieg ich. Nein, geht gar nicht. Weingummis. Das fruchtig-aromatische Erlebnis mit einem extra saftigen Kaugefühl. In den Sorten Birne, schwarze Johannisbeere, Zitrone, Erdbeere, Stachelbeere und Orange. Man kann seine Weingummis nach englischer Art mit abgespreizten kleinen Finger zum Munde führen oder das fein bleiben lassen. Reine Geschmackssache. 1,19 € 200 Gramm wurde im Herbst 2022 gelauncht. Kannst du mich sprengen damit? Wird mein Papa bekommen, der wird sich auf jeden Fall drüber freuen. Aber ich nicht. Nein, danke. Dann geht's weiter. Haben wir hier noch was drinstehen? Ja. Ist es nicht mehr viel tatsächlich. Es ist nicht mehr viel. Wir nehmen zuerst diese Seite und das ist voll meins und wird nachher gleich in den Kühlschrank wandern. Es ist so lecker, vor allem jetzt im Sommer. Mit Alkohol war ja natürlich besser. Gibt es auch mit Alkohol. Ich weiß nicht, ob es das von Erdinger gibt, aber es gibt es auf jeden Fall und schmeckt genauso gut. Erdinger alkoholfrei Grapefruit erfrischt dich natürlich. Leicht herbes Alkoholfreies trifft auf saftige Grapefruit. Ein spritziger Genuss für Erfrischungsliebhaber. Sehr fruchtig entfalten sich die bittersüßen Grapefruit-Aromen und machen Erdinger alkoholfrei Grapefruit bis zum Ausklang schön anregend. Schmeckt auch direkt aus der Flasche, kostet 1,19 € für 0,33 Liter. Würde ich tatsächlich auch ausgeben. Kann ich euch empfehlen, schmeckt sowohl alkoholfrei als auch mit Alkohol. Finde ich mega. Und dann haben wir noch ein Produkt drin, passt auf jeden Fall auch mit dazu. Und zwar haben wir einmal die Bitburger Fassbrause Naturtrüb Orange. Die sieht auch lecker aus. Kalt genießen auch wieder, das ideale Erfrischungsgetränk ganz ohne Alkohol. Die Bitburger Fassbrause Naturtrüb
Orange schmeckt nicht nur gut, sondern trägt durch die enthaltenen Vitamine C, B6 und B12 eine normale Funktion des Immunsystems bei. Das Erfrischungsgetränk enthält Gerstenmalzextrakte und der Geschmack sonnengereifte Orangen. Kostet 72 Cent, ist okay für 0,33 Liter und wurde im April 2021 gelauncht. Ja, und das war's tatsächlich wieder mit der Snackbox. Wir hatten jetzt tatsächlich 14 Produkte drin. Wir gehen nochmal durch. Einmal eine Limonade, einmal alkoholfreies Bier in Grapefruit. Einmal dieser Needle-Gin, also es ist tatsächlich auch Alkohol mit drin. Einmal dieses Asao-Koffeingetränk, einmal dieses Kindergetränk, was auf jeden Fall dazu passt. Also es passt irgendwie alles so ein bisschen dazu. Ja, manche würden jetzt streiten beim Alkohol, dass der jetzt nicht so reinpasst wahrscheinlich, aber finde ich nicht schlimm. Das ist für Kinder. Dann einmal die Red-Band-Stäbchen, auf jeden Fall auch was für mich. Die Weingummi ist zwar nichts für mich, aber auf jeden Fall was für meinen Papa. Ich finde es halt toll, dass man so ja ein bisschen Limonade drin hat, ein bisschen doch was Aufputschendes, zweimal Gummibärchen, dann ein bisschen Schokolade. Es ist halt sehr, sehr schön gemischt, muss ich sagen. Aber sage ich dann auch noch was dazu. Genau, einmal der Sportmesslinge kann ich brauchen. Meine Favoriten auf jeden Fall die zwei Werthers Original Sachen. Kommt nichts ran. Einmal auch noch was Kräftiges mit diesen Tuckpixen. Und auch also was Kräftiges, was Salziges mit den Lorenz Chips. Und dann aber noch was Schokoladiges, und zwar die M&M's, auch eins meiner Favoriten auf jeden Fall. Und auch noch einmal was zum selber machen, einen Snack zum selber machen. Ja, und dann war es das tatsächlich. Das waren jetzt die 14 Produkte. Was sage ich allgemein zur Box? Ich finde die tatsächlich nicht schlecht. Ich finde die tatsächlich sehr gut. Ich finde, das ist gut getroffen. Wie gesagt, beim Alkohol, da kann man jetzt ein bisschen streiten, ob die in der Snackbox wirklich rein muss. Weiß ich jetzt nicht. Ich finde es jetzt nicht schlecht, aber manche würden da bestimmt sich nicht so drüber freuen, muss man jetzt ehrlich sagen. Es trinkt halt auch nicht jeder Alkohol. Und bei einer Snackbox, da verstehe ich auch eher so eine Box, die man auch Kindern bestellen kann. Irgendwie so ein bisschen. Nein, aber ich finde sie toll. Eine schöne Mischung, schön ausgewogen. Salziges, schokoladiges, Getränke, Gummibärchen, alles mit dabei. Also wirklich eine gelungene Snackbox. Und es hat sich Gott sei Dank nichts wiederholt. Außer die Bake Rolls, aber in einer anderen Geschmacksrichtung wenigstens. Also auch nicht schlimm. Von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben für die Box. Kann man auf jeden Fall kaufen. Ja, und dann war es mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach unten lassen. Lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da. Wie habt ihr die Box gefunden? Gut, schlecht? Würde mich mega interessieren. Schreibt es unten in die Kommentare und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss!